Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jo, wie manche vielleicht mitgekriegt haben, habe ich in den Osterferien neu gestrichen mein Zimmer und neue Möbel bekommen und so. Und da ist mir dann beim Aufräumen ein Drehtext ins Auge gesprungen, nämlich Harry Potter Real Life 2, dein Patronus. Also so hätte es eigentlich werden sollen, der zweite Teil von Harry Potter Real Life 2. Naja, ist ein bisschen anders geworden, aber ich lese euch mal die ursprüngliche Version vor. Moritz? Ah, habe ich gut geschlafen. Der Traum von Harry letzte Nacht war echt cool. Harry, guten Morgen, Moritz. Ich habe schon auf dich gewartet. Moritz? Alter, die Erwachsenen haben recht. Träume werden wahr. Harry? Wieso Traum? Ich bin echt. Kein. Moritz? Ja, ich weiß schon, aber ich hatte heute Nacht einen Traum, in dem du vorkamst. Harry? Echt? Na, dann haben die Eltern wohl recht. Aber ich habe den Auftrag, dir Zaubern beizubringen. Moritz? Aber ich dachte, nur Zauberer können zaubern. Harry? Ja, aber du bist doch ein Zauberer. Das hat Dumbledore... Was? Ich bin ein Zauberer? Das kann nicht sein. Ich habe noch nie irgendwas gespürt. Harry? Probieren wir es doch einfach aus. Du übst als erstes den Expelliarmus-Zauber. Moritz? Tut mir echt leid, aber ich habe keinen Zauberstab. Harry, und was liegt dann da auf deinem Schreibtisch? Moritz, ja, das soll einer sein, aber das ist doch kein echter. Den hat irgendeine Firma gemacht, dass er so aussieht. Harry, das wollen die doch. Die wollen doch, dass du das denkst. Aber in Wirklichkeit war es Ollivander. Moritz, okay, ich probiere es aus. Expelliarmus, hui. Und Harry fliegt jetzt am Stab weg und Moritz fängt ihn auf. Moritz, ha, ich bin gut, ich hab's geschafft. Harry, super, aber jetzt kannst du ihn mir wiedergeben. Dann üben wir den Patronus. Voll logisch, gell? Gleich so als zweiten Zauberspruch den Patronus üben. Ach so, logisch. Moritz, expecto Patronum. Und eine kleine Schlange taucht auf. Harry, dein Patronus? Er ist eine Schlange. Dein Patronus ist eine Schlange? Moritz, na und? Viel wichtiger ist, dass ich es beim ersten Mal geschafft habe. Das hast du nicht geschafft. Harry, weißt du denn nicht, dass Voldemorts Patronus eine Schlange ist? Dafür kann ich keine Garantie übernehmen, aber ich glaube zumindest, dass in den Büchern nie geschrieben stand, was Voldemorts Patronus ist. Auf jeden Fall wäre es doch irgendwie logisch, dass Voldemorts Patronus eine Schlange ist. Könnte man sich schon vorstellen, oder? genau. Moritz. Nö, na und? Harry, was findest du an Voldemort? Findest du ihn toll? Ja, ich bin von der Gaylord. Ha, was? Hast du ihn oder ahmst du ihn erst mal irgendwie nach? Moritz, naja, ich nehme den Zauberstab immer so in den Griff wie Voldemort und seine Stimme finde ich irgendwie lustig. Falls ihr das jetzt nicht versteht, der Voldemort nimmt ja in den Filmen den Zauberstab immer so ein bisschen so krüppelig, so irgendwie so nur diese drei Finger. Ich meine, da ist ja klar, dass er dann im siebten Teil so wegfliegt. Ist ja klar, wenn man den nur so quasi auf der Hand liegen hat. Ja. Und bei der Stimme ist es zumindest bei den Hörbüchern so, dass er immer so ein bisschen hässlich spricht, so Harry Potter, der Junge, der überlebt hat. Avada Kedavra. Also, mal kurz als kleine Aufklärung. Harry, okay, du musst damit aufhören. Sonst wirst du Voldemort immer ähnlicher. Moritz, mit Voldemort Stimme. Okay. Mache ich. Avada Kedavra. Und Harry fällt tot um. Boom. Also das Ende kommt wirklich anders, wie es jetzt geworden ist. Wirklich nah ran. Dann hatte ich noch einen anderen Drehtext gefunden. Aber da habe ich mir gedacht, das könnte ich echt mal wirklich noch verwirklichen. Will ich also nicht zu viel verraten. Ja, dann gibt es noch eine Ankündigung. Nämlich habe ich ja vor Ewigkeiten, also im Januar, glaube ich, schon angekündigt, nämlich ein sehr großes Projekt. Und ich kündige endlich schon mal ein bisschen mehr an, als es bis jetzt ist. Nämlich nicht nur, dass es ein großes Projekt ist, sondern auch, dass es auf YouTube veröffentlicht wird, erstens. Und zweitens, dass es ein Film wird. Also kein wirklich langer jetzt. Also nur halt quasi ein längerer, so ein längeres Spielvideo, wie ich schon öfters mal gemacht habe. Soll ungefähr 20 Minuten sein, also nicht so wirklich 2 Stunden oder so. Und nicht so Fantasy schon, sondern sowas ein bisschen Reales und so. Habe ich schon angefangen jetzt mit dem Drehbuch.
Und da könnt ihr wirklich gespannt sein. Es wird irgendwann 2015 rauskommen, weil ich mit dem Drehbuch wirklich noch überhaupt nicht weit bin. Und das ist wirklich schon aufwendig dann. Und dann sollte es natürlich auch nicht so wirklich einfach nur hingeklatscht sein, wie die anderen Videos quasi. Okay, die waren nicht hingeklatscht, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Also es kann wirklich noch lange dauern. Und dann habe ich geplant, dass ich mal ein Let's Play von einem Hunger Games Server mache. Und zwar mit einem Kumpel von mir zusammen, The Orbit LP. Vielleicht kennt ihr ihn. Macht gute Videos, der ist mal hier verlinkt. Also der macht Let's Plays hauptsächlich, also eigentlich nur Let's Plays, sowohl Server-Let's Plays als auch Singleplayer-Let's Plays. Ja, und mit dem mache ich dann halt demnächst zusammen einen Hunger Games Server-Let's Play. Da könnt ihr dann auf meinem Kanal die Version aus meiner Sicht sehen und auf seinem Kanal die Version aus seiner Sicht. Ja, könnte ganz cool werden. Schaut mal bei ihm vorbei, macht coole Videos. Also ich find's echt gut, was er so macht. Dann würde ich sagen, kommt in 2 Wochen wieder ein Faktenvideo raus und dann in 2 Wochen vielleicht ein Origami-Video. Kann ich aber noch nicht garantieren. Ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht, aber ich plane es. Jo, das war's schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich dieses Harry Potter Real Life 2 Video quasi wirklich mal verfilmen soll, also nachdrehen. Und dann kommt ihr hier zu der Version, wie es dann wirklich rausgekommen war. Ist schon über ein Jahr lang her, Wahnsinn. Und hier kommt ihr zum Kanal von The Orbit LP. Schaut mal vorbei, macht wirklich gute Videos. Genau, und da unten findet ihr die Links zu Facebook und meiner Webseite und so weiter. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.